Das SARS-CoV-2 ist der Erreger, der für die anhaltende COVID-19-Pandemie verantwortlich ist. Das genetische Material im Inneren des Virus ist von einer Membran umhüllt. Die äußere Oberfläche der Membran ist mit einem viralen Protein namens Spike besetzt. Das Spike-Protein verleiht dem Virus das charakteristische Aussehen einer Krone. Das Spike-Protein spielt eine Schlüsselrolle bei der SARS-CoV-2-Infektion, da es die Oberfläche menschlicher Zellen im Körper erkennt und sich an diese bindet. Nach dem Anheften kann das Virus in die Zelle eindringen. In der Zelle setzt es dann sein genetisches Material frei und beginnt sich zu reproduzieren. Der Infektionsprozess in menschlichen Zellen kann im Labor mit einem Mikroskop beobachtet werden. In diesem Bild sind infizierte Zellen grün angefärbt und die Ausbreitung der Infektion kann somit zeitlich verfolgt werden. Um sich an menschliche Zellen zu binden, erkennt das virale Spike-Protein einen Rezeptor namens ACE2 auf der Zelloberfläche. Die Verbindung zwischen ACE2 und Spike hilft dem Virus dabei, sich an Zellen zu haften und seinen Eintritt auszulösen. In dieser Studie haben wir einen sekundären Rezeptor entdeckt, den das Virus erkennt, um Zellen zu infizieren. Das virale Spike-Protein bindet auch an diesen Rezeptor Neuropilin 1, abgekürzt als NRP1. Wir entdeckten, dass das Vorhandensein von Neuropilin 1 an der Zelloberfläche die Infektion und Ausbreitung des Virus in menschlichen Zellen signifikant verstärkt, wie in diesem vergrößerten Bild zu sehen ist. Um dieses Phänomen genauer zu verstehen, untersuchten wir die biochemischen Grundlagen der Wechselwirkungen zwischen Neuropilin 1 und dem viralen Spike-Protein. Hier ist ein molekulares Modell, das die zwischen dem Virus und der menschlichen Zelle beteiligten Schlüsselproteine zeigt. Das Spike-Protein kommt mit ACE2 und Neuropilin 1 in Kontakt. Dieser Kontakt erleichtert den Eintritt des Virus in Zellen, in denen es sich dann reproduziert. Mittels biochemischer Methoden konzentrierten wir uns als nächstes auf die Details der Wechselwirkung zwischen Spike und Neuropilin 1. Die biochemische Struktur dieser Bindung zeigt auf der Oberfläche von Neuropilin 1 eine dreidimensionale Tasche. Um den Neuropilin 1-Rezeptor zu aktivieren, streckt das virale Spike-Protein eine fingerartige Projektion in diese Bindungstasche. Dieser Bindungsprozess ähnelt einer ausgestreckten Hand von Neuropilin 1, die das Spike-Protein ergreift, um Zugang zur Zelle zu erhalten. In diesem Video konzentrieren wir uns direkt auf die Biochemie dieses Prozesses. Die Bindungstasche von Neuropilin ist in weiß und die fingerartige Projektion des Spike-Proteins in blau dargestellt. Eine kritische Beobachtung war, dass ein Medikament, das in diese Bindungstasche passt, hier in orange gezeigt, das virale Spike-Protein darin hindern konnte, an Neuropilin 1 zu binden. Das deutet auf die Möglichkeit hin, dass Medikamente gegen Neuropilin 1 verwendet werden könnten, um die Nutzung dieses Rezeptors durch das virale Spike-Protein und damit den Eintritt des Virus in die Zelle zu verhindern. Der Einfluss der Blockierung von Neuropilin 1 in menschlichen Zellen kann deutlich beobachtet werden. Wenn Zellen mit einem Arzneimittel oder einem Antikörper behandelt wurden, die diese Bindung blockieren, war eine signifikant verringerte Infektion und Ausbreitung des Virus sichtbar. Zusammengefasst implizieren diese Ergebnisse Neuropilin 1 als einen wichtigen Wirtsfaktor für die SARS-CoV-2-Infektion und legen nahe,
dass die Blockierung von Neuropilin 1 eine wichtige therapeutische Intervention bei der Behandlung von Covid-19 sein könnte.